Wo ist denn die PowerPoint-Präsentation, lieber Steen? Also die richtige. Machst du das? Super. Dann erzähle ich eine ganz kurze Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, die nicht nur diejenigen kennen, die Eltern sind, sondern auch diejenigen, die mal Kinder waren. Wer von euch war mal Kind? Hand hoch. Toll. Toll. Ja, das beruhigt mich ungemein. Jeder von euch kennt das, dass Eltern sich manchmal ohne böse Absicht nicht an getroffene Absprachen halten können. Da wird schnell was in Liebe vereinbart, schnell etwas in einem nervigen Kontext vereinbart, weil man Ruhe haben möchte, weil man das Problem jetzt nicht so genauer anschauen kann. Da sagt man schnell mal, ja, machen wir. Hä? Kennt ihr das? Dann ist man als Kind erstmal kurz befriedigt und denkt, Mensch, Grundvertrauen, das wird schon stimmen. Dann kommt man, 10 Minuten später, kommt man zu Papa oder zu Mama und sagt, du wolltest mir doch einen Lutscher kaufen oder ein Eis. Ah, geht jetzt nicht. Ich muss jetzt schnell noch ein Telefonat machen. Und das Kind, entweder weint es oder es ist einsichtig. Trifft ja für die meisten Kinder zu. Okay, dann warte ich noch ein bisschen und lese derzeit die FAZ, sagt das 7-jährige Mädchen. So, und Vater, wow. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Die meisten Kinder trampeln zu Recht und stampfen und sind enttäuscht. Ja? Und wir kriegen das manchmal so gar nicht so sehr, so deutlich mit. Ja? Und kluge Kinder, von denen es verdammt viele gibt, die das assoziieren, die das durchschauen, ohne nun genau erklären zu können, was für ein Muster dort abläuft, machen im Laufe ihres Heranwachsens viele dieser oder ähnlicher solcher Erfahrungen und entwickeln ein Modell, ein Werkzeug, eine Technik, um sich besser abzusichern. Genau vor diesen Enttäuschungen und Verletzungen abzusichern, zu schützen. Indem sie uns Erwachsenen Fragen stellen: Wenn ich lieb bin, kriege ich dann ein Eis? Vorausgesetzt, Papa, und es spielt auch gar keine Rolle, hat vorher gesagt, jetzt sei mal 10 Minuten leise. Das machen die ganz von selbst, ohne dass wir irgendwas sagen müssen. Wenn sie spüren, dass sie einen Vorteil dadurch erlangen, wenn sie eine bestimmte Bedingung aufstellen, der Empfänger der Bedingung, nämlich das Elternteil, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bedingung für sich akzeptieren wird, wenn daraus schlussfolgernd, nachdem die Bedingung eingehalten wurde, das Kind sicher sein kann, dass es dann den gewünschten Effekt durch sein Verhalten erzielt. Papa, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe, dann darf ich aber spielen gehen. Und das passiert so oft, dass wir das gar nicht mehr mitbekommen. Bedingungsfragen werden häufiger als geglaubt benutzt, und zwar von allen möglichen Menschen, besonders von Kindern, die das, was der Bedingungsfrage im Erwachsenenleben innewohnt, ist die Befürchtung, dass derjenige, der Bedingungen an seine Umwelt stellt, sie dadurch auch unter Druck setzt. Und logischerweise davon ausgeht, tue ich das, dann hat das Konsequenzen. Dann steigt der Druck und der Gegendruck. Bedingungen zu stellen, wenn man doch nur der Bittsteller ist, oder zunächst erst einmal nur 20 Minuten Audienz möchte. Das ist schon ziemlich gewagt, dumm, frech, vorlaut, arrogant, überheblich. Das ist schon ein bisschen Risiko, was ich da eingehe. Und wieder spielt auch unsere Erziehung eine Rolle, dass ich mir nicht so richtig vorstellen kann, Bedingungsfragen zu stellen. Schließlich will ich ja was von ihm und nicht er von mir. Das kommt auch noch dazu. Da spielt die Logik auch noch einen Streich.